Und ich bringe euch heute wieder ein kleines Telefon nahe. Wir haben hier das Dodgy DG280 vor uns liegen. Ich hatte ja schon ein Unboxing-Review gemacht. Ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal hier kurz die Bedienelemente. Auf der linken Seite befindet sich diesmal der Einschalter. Auf der rechten Seite die Lautstärkewippe. Oben sehen wir den Anschluss für ein Headset. Unten sehen wir dann die Micro-USB-Buchse für das Anschließen des USB-Kabels und hier der Mikrofoneingang. Das waren schon die Bedienelemente am Gehäuse. Hier unten befinden sich dann drei Soft-Touch-Tasten, die nicht beleuchtet sind, deshalb kann ich die euch auch ganz schlecht zeigen. Hier oben befindet sich die Kamera, der Helligkeitssensor und der Hörer. Jetzt beginnen wir das Review, indem wir einfach die Verkaufsschutzfolie entfernen von dem Handy und uns jetzt in einzelne Funktionen dieses Handys begeben. Zunächst werfen wir einen Blick auf den Launcher. Dieser Launcher hat tatsächlich einen App-Drawer. Wir sehen hier verschiedene Homes, die ich mir schon zurecht gemacht habe. Wir gehen einfach mal in diesen App-Drawer. Hier seht ihr alle die Anwendungen, die hinzugekommen sind oder die vom Werk aus bereits installiert waren. Der Launcher ist ein einfacher, er ist performant. In Anbetracht des MT6582 sind da aber auch keine Probleme zu erwarten. Immer interessant sind die Einstellungen des Handys. Ich will mich dann nicht allzu lange aufhalten bei den Einstellungen. Interessant sind diese Smart Rate-Einstellungen. Liebe Freunde, ich hätte es dann schon lieber etwas in Englisch, denn diese Übersetzungen sind also überhaupt völlig irrig gemacht, so dass Englisch eigentlich besser war. Wichtig ist eben halt, dass wir hier so wichtige Dinge haben wie den Double Touch. Ja, damit können wir das Display erwecken. Ja, also das Einstellungsmenü ist notwendig, um bestimmte Dinge bei dem Handy sich einrichten zu können, WLAN, Bluetooth und ähnliche Dinge. Ich werde euch aber jetzt dieses Einstellungsmenü nicht unnötig lange nahe bringen. Wir schauen nur etwas über das Telefon nach. Welche Informationen können wir dann entnehmen? Wir haben natürlich auch die Möglichkeit des drahtlosen Updates. Ne? Schauen wir uns mal, welche Statusinformationen wir entnehmen können. Da schaue ich immer nach, ob das Ding eine Seriennummer hat. Leider hat das Handy auch keine Seriennummer. Ich will jetzt hier an der Stelle nur noch mal euch zeigen, dass das Modell schon etwas älter ist. Das heißt also, die aktuelle Android-Version ist das KitKat. Das heißt also, es gibt für dieses Telefon kein Lollipop als OTA-Update vom Hersteller. Interessanter als die Einstellungen sind natürlich die eigentlichen Funktionen des Handys. Ein paar von diesen Funktionen will ich euch jetzt nahebringen. Ich habe dazu einen Schirm vorbereitet. Hier sind einige Shortcuts schon installiert, die ich einfach der Reihe nach mit euch vielleicht mal gemeinsam abarbeite, um euch ein klein wenig einen Eindruck von diesem Winzling zu geben. Interessant ist immer der AnTuTu Benchmark Test, der zeigt uns hier die wesentlichen Geräteeigenschaften. Diesen Test werde ich jetzt starten. Wir werden den natürlich nicht abfilmen, sondern am Ende des Testes werde ich mich wieder melden und wir werden uns gemeinsam die Ergebnisse anschauen. Ja, einfach mal ein kurzer Zwischenstand in diesem Test. Ihr seht, jetzt wird die Grafik getestet. Wir sind bei 76%, warten wir noch das Ende. Ja, nun ist dieser Test zu Ende gekommen. Ihr seht, wir liegen bei knapp 20.000 AnTuTu-Punkten. Das ist keine Überraschung. Warum ist das keine Überraschung? Das werden wir jetzt uns gleich anschauen. Wir schauen einfach mal in das Infomenü und erkunden, welche Hardware benutzt worden ist. Hier ist also ein MT6582 Prozessor eingesetzt, der mit der Mali 400 MP arbeitet. Das ist also immer noch eine 32-Bit Architektur. Das ist also ein adäquates Ergebnis für diesen Prozessor. Dieser SoC oder dieser Prozessor nutzt insgesamt 4
Kerne, die maximal mit einer Taktfrequenz von 1300 MHz getaktet werden. Die oben GLES 2.0 ist umgesetzt, das sage ich nicht ohne Grund, weil wir uns dann vielleicht auch nochmal die Spielfähigkeit etwas anschauen wollen. Und dieses 4,5 Zoll Display hat eine Auflösung von 480 x 854 Pixel. Schauen wir mal, wie viele Finger erkannt werden. Also ich kann hier leider nur zwei Touch ermitteln. Das sollte aber für die grundlegenden Dinge ausreichend sein. Natürlich sind hier viele Dinge nicht unterstützt. Interessant ist dann immer ein Blick auf die Sensoren. Hier werden die drei wesentlichen Sensoren annonciert, die hier auch ihre Funktion haben, aber mehr halt nicht. Liebe Freunde, es ist ein Low-Cost-Handy, dann kann man also auch keine so großen Erwartungen haben. Sehr gern zeige ich auch diesen Antutu-Videotest. Warum zeige ich den gern? Einfach, weil ja dann schon wesentliche Eigenschaften des Handys, die viele von euch nutzen werden, hier auf einen Blick erfassbar sind. Dieser Test prüft sozusagen die Qualität des Displays und prüft außerdem, wie viele mögliche Codecs hier umgesetzt sind, die genutzt werden können, um Videos abzuspielen. Ihr seht, mit dem Score von 557 sind wir hier nicht so reichlich bedacht worden. Wir schauen uns aber eben einfach mal das Ergebnis an. Was sagt dieses Ergebnis? Also die wesentlichen Codecs für Videos sind vorhanden. 12 allerdings sind sozusagen nur halb nutzbar, mal der Ton und mal das Bild nicht, und 7 von denen sind überhaupt nicht nutzbar. Kein berauschendes Ergebnis, aber für die untere Klasse ist das Ding hier ausreichend. Viel interessanter sind sozusagen mehr die Eigenschaften. Wir schauen uns mal kurz in dem Screen-Test um. Im Text-Review habe ich euch die Messwerte hinterlegt. Im Wesentlichen kann man also keine großen Ansprüche an das Display stellen. Ich kann es hier auch schlecht rüberbringen. Hier unten sieht man, ist es nicht sehr gleichmäßig ausgelöst. Hier unten findet man also dunkle Schatten auf dem Display. Und wenn man mal hier oben reinschaut, vielleicht kann ich das mal so ein bisschen schräg halten, da kann man auch sehen, dass hier schon deutliche Leuchtränder zu erkennen sind. Das ist also kein Zeichen von Güte. Aber liebe Freunde, was will man von einem Handy dieser Preisklasse auch sonst erwarten? Immer interessant ist der Blick auf die Schwarz-Weiß-Matrix, und man schaltet dann auch gerne ein bisschen schräg, um zu sehen, ob sozusagen das Schwarz in das Milch übergeht. Auch die Blickwinkelstabilität ist hier nicht sozusagen Spitzenklasse. Aber ich erinnere nochmal daran, wir sind hier nicht bei einem Hightech, sondern bei einem Low-Cost-Handy. Schauen wir uns die Sensoren vielleicht noch mal ein bisschen näher an. Hier seht ihr, werden diese drei annonciert. Das Accelerometer liefert schon Werte. Der Annäherungs- und der Lichtsensor liefern natürlich nur dann Werte, wenn ich auch hier zumindest an der Stelle mal meine Hand drauf halte. Licht scheinbar ist nicht so doll empfindlich. Da kann ich hier leider keinen Wert zurückgeliefert erhalten. Dass man das Display trotzdem auf eine automatische Regelung der Helligkeit stellen kann, will ich euch hier kurz zeigen. Hier seht ihr, ist das jetzt aktuell manuell eingestellt, die Helligkeit. Die kann man hier mit der Hand verändern. Wir stellen sie halt mal dunkel und stellen jetzt auf Auto. Das seht ihr, dass die Helligkeit sich ändert. Das heißt also, auch die Sensibilität des Lichtes ist hier vorhanden. Interessant ist immer die Frage, hat das Handy auch ein GPS-Empfangssystem? Ich habe hier eine kleine App vorbereitet, in die gehen wir jetzt einfach mal. Ich bin hier mitten im Zimmer, da könnt ihr trotzdem erkennen, dass mitten im Zimmer auch ein Fix vorhanden ist. Das heißt also, hier werden GPS-Satelliten aus den USA empfangen, und die Genauigkeit ist auch ausreichend für eine Satellitennavigation mit diesem Handy. Nun zu einer weiteren Grundfunktion eines Handys, nämlich das Telefonieren an und für sich. Da interessieren immer, welche Empfangsfrequenzen stehen mir zur Verfügung. Das ist ein 2G, 3G Handy.
Wir schauen mal nach, welche Empfangsbänder verfügbar sind. Natürlich bei GSM alle 4 und bei UMTS auch 4 Bänder, die hier in Deutschland genutzt werden. Also wir haben ein volles Spektrum aller Bänder vorliegen. Ja, natürlich kann man dann auch mit diesem kleinen Phone telefonieren. Das will ich euch jetzt gerade mal zeigen. Dann rufen wir einfach mal die Mailbox an. Sobald eine neue Nachricht auf Ihrer Mailbox eingegangen ist, werden Sie über eine Kurznachricht im Display Ihres Mobiltelefons informiert. Um die Konfiguration Ihrer Mailbox zu ändern, drücken Sie die 9. Hilfe, die 0. Und zum Beenden legen Sie einfach auf. Für Hilfe zu einem Menüpunkt drücken Sie bitte die 0. Das war die Mailbox und das war der Klang der Freisprecheinrichtung. Ich will euch auch noch die Funktion des Annäherungssensors demonstrieren. Also ich simuliere jetzt das Halten des Handys ans Ohr. Eine weitere Grundfunktion ist das WLAN. Das heißt also, ich kann mich mit einem Wi-Fi-Netz verbinden und dann die Kommunikationskanäle nutzen. Die Empfindlichkeit ist eine durchschnittliche Empfindlichkeit. Da gibt es also nicht etwa besondere exorbitante Empfindlichkeit, aber eben auch keine so toll schlechte Empfindlichkeit. Auf dem Kanal, mit dem ich im Moment verbunden bin, habe ich einen ausreichenden Pegel. Ich sitze hier sozusagen im ersten Stock etwas von meinem Router entfernt, getrennt durch eine Betondecke. Das war der Pegel des WLANs. Ja, die Frage ist, was kann man da an der Stelle mit dem WLAN gut anfangen? Man kann natürlich bei YouTube anfangen, sich ein Video rauszusuchen und man kann natürlich dieses Video dann auch mit Hilfe dieses Phones abspielen. Und wenn man dann in den Vollbildmodus geht, kann man die volle Qualität des Videos genießen, auch mit diesem kleinen Zwäh. Seht ihr, sind die Videos gut darstellbar. Hier können wir noch ein bisschen an der Lautstärke drehen. Ist natürlich nicht super laut, aber ausreichend verständlich. Zum Schluss zeige ich euch noch zwei andere praktische Seiten des Handys. Natürlich hat das Handy auch eine Kamera. Ich sage es gleich, diese Kamera hat also nicht eine exorbitante gute Qualität, eher eine schlechte Qualität. Die eignet sich aber maximal für gelegentliche Schnappschüsse. Man kann es jetzt hier schon erkennen, dass die Fokussierung ein nicht so tolles, scharfes Bild bringt, wenn ich da anfange zu fotografieren. Jetzt kriege ich erstmal den Fokus überhaupt nicht gesetzt. Versuchen wir das nochmal. Auch da will der Fokus einfach nicht mit. Es macht natürlich Aufnahmen und man kann auch in diese Aufnahmen hineinzoomen, aber die Qualität dieser Aufnahmen ist nicht berauschend. Wir schauen uns einfach nochmal die Einstellung etwas an. Ihr seht, es gibt hier die üblichen Einstellungen, eine GPS-Koordinate kann man dem Foto leider nicht mitgeben. Ihr seht auch, die Auflösungen sind also nicht so sehr berauschend. Ne? Wir schauen uns dann nochmal an, also die Videokamera an, die hat eine elektronische Bildstabilisierung, aber Leute, das ist alles unterstes Niveau. Also Kamera könnt ihr eher an der Stelle nicht so toll nutzen, aber nicht jedermann will ein Handy zum Fotografieren haben. Zum Schluss, währenddessen ich die Zusammenfassung spreche, lasse ich einfach mal so einen 3D-Benchmark-Test laufen. Auch da sage ich euch, es ist kein Handy für leistungsfähige 3D-Spiele. Man kann ein paar Spiele unterer Leistungsklasse abspielen und wie sich das dann verhält, zeige ich euch also gleich an diesem Beispiel. Dieser Test ist eher für dieses Handy geeignet, um GLES-O0 mit einer Auflösung von 720p. Wir starten den mal. Also ich fasse mal meine Eindrücke zusammen. Dieses 4,5 Zoll Handy aus der Prozessorfamilie MT6582
ist ein Handy der unteren Leistungsklasse, bei dem aber alle elementaren Funktionen sicher funktionieren und einsatzbereit sind. Einschränkungen gibt es in der Performance und Einschränkungen gibt es auch bei der Kamera. Elementaren Eigenschaften sind ausreichend. Wir haben ja auch ein relativ lichtstarkes Display, wenn es auch nicht ganz so Seitenblick stabil ist, aber das spielt wohl eher in dieser Preisklasse nicht die entscheidende Rolle. Das Telefonieren, die Verständlichkeit war ausgezeichnet, das WLAN war empfindlich und auch ein GPS zeigt eine mittlere Genauigkeit, ausreichende Stabilität und ausreichenden Pegel. Komm, liebe Freunde, das war's. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.